Hallihallo, ihr Lieben. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstagabend. Es ist schon relativ spät. Ich habe einfach mal spontan jetzt die Kamera angeschmissen, denn mein letztes Video ist schon ein paar Tage her. Aber wie gesagt, im Moment ist alles, ja, ein ziemliches Durcheinander bei mir. Und zu guter Letzt habe ich jetzt auch noch irgendwie die Seuche am Hacken mit hier Bronchien tun weh und ja, sowas. Was der Mensch eben nicht braucht. Aber ich habe ein kleines Craft-Update für euch und möchte euch einfach mal zeigen, was ich jetzt so in letzter Zeit gebastelt habe. Ich meine, ich bin ja fast jeden Abend am Schreibtisch und bastel. Es ist unfassbar, was da alles so zustande kommt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe ziemlich Hustreiz, sorry. So, also, das ist ein Häuschen, ein kleines Häuschen für Maxi-Teelichter. Und zwar sieht das so aus, wenn wir das aufmachen. Und hier drinnen versteckt sich ein Maxi-Teelicht. Finde ich eine sehr süße Idee. Die Datei von diesem süßen Häuschen ist von Steffis Bastelkammer. Ich bastel ganz viel mit den Dateien von Steffis Bastelkammer. Ich liebe sie einfach. Und ja, hier habe ich ein ganz süßes Digi-Stamp drauf und der Spruch, also der Digi-Stamp plus Spruch ist von der lieben Anja, also von Emma Pünktchen, von der habe ich auch ganz viel, auch wirklich zauberhafte Sachen, natürlich auch auf der Rückseite. Und dann haben wir hier die neuen Steinchen vom Action, die ich übrigens echt richtig toll finde, die verwende ich im Moment echt irgendwie, ja, die packe ich überall drauf. Ja, da habe ich einmal dieses süße Häuselchen und noch so eins. Ja, finde ich total niedlich, um einfach mal mitzuschicken. Auch da haben wir ein Maxi-Teelicht drin. Genau. Und finde ich irgendwie total niedlich. So, das sind also diese beiden Sachen. Huch, da fällt sogar hinten ein Steinchen ab. Da habe ich bestimmt drauf getatscht. Am besten ist aber sowieso immer, finde ich, wenn man die Steinchen vielleicht zusätzlich noch mit einem Kleber fixiert. Sicher ist sicher, vor allem wenn man das irgendwie verschickt oder so. Ja, ist denn schon ein bisschen besser, ne? So, das waren die beiden Häuschen. Dann habe ich auch wieder Teelichtboxen gemacht. Ich finde die total toll und ich habe mir kürzlich ja eine Datei gekauft. Und zwar auch digitale Stempel, die ich aber selbst koloriert habe. Und da kann ich euch gleich mal zeigen, so meine ersten, ja, Kolorierversuche. Da habe ich zum einen diese Teebox. Und ich finde die Motive einfach so unglaublich niedlich und passend, dass ich sofort dachte bei diesen Motiven, das passt einfach. Da mache ich eine Teebox. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal vor der Kamera mit euch gebastelt. Auf jeden Fall die süßen Motive, die sind selbst koloriert. Ja, meine ersten Versuche. Sicher nicht perfekt, aber ja, also so für die ersten Male. Ich benutze ja die normalen Twinmarker von Action. Ja, also so langsam macht es mir auch Spaß. Ich dachte eher, Maß ist nichts für mich. Aber gut, die Datei ist von. Also die süße Datei bekommt man auf Etsy und zwar heißt die Dame Isabel Christina irgendwie so. Die hat echt zauberhafte Dateien, also eben digitale Stempel, aber die muss man halt selbst kolorieren. Also das ist alles aus der Datei. Das ist die T-Datei und hier können wir jetzt die Box aufmachen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Ne? Da ist auch, seht ihr, so toll sind die Steinchen vom Action nämlich fixiert. Das unbedingt noch mit einem Kleber, das werde ich nachträglich machen, weil ich möchte die Sachen verschicken. Und das ist mir dann lieber, weil wenn da unterwegs was abfällt, sieht dort ja dann blöder aus. Ich denke, ich habe da gerade drauf gefasst. Ja, und bäm, ist da schon ein Stein ab. So, jetzt machen wir das mal vorsichtig auf. So, Mensch. Und tada! So sieht das dann aus. Ich hatte jetzt keine anderen Tee mehr da. Tee mehr da. Also. Es ist Minzeholunderblüte. Aber das ist ja egal. Ich finde die Box sehr, sehr süß. Da haben wir einmal diese. Und die, schaut mal, die finde ich sogar ein bisschen schöner. Auch selbst koloriert.
Ja, ein bisschen stolz bin ich ja schon, weil irgendwie finde ich das ganz süß geworden hier mit dem Pony, den ich ein bisschen dunkler gemacht habe. Und ja, auch hier habe ich wieder die Steinchen verwendet. Und das ist auch aus der Teedatei von der lieben Isabel Christina. Schaut einfach sonst mal, wenn ihr bei mir auf dem Instagram-Profil seid. Ich habe die Sachen schon gepostet. Da verlinke ich dann auch immer zu den Leutchen, von wo die Datei ist. Hier habe ich dasselbe drin. Ich meine, ich kann es trotzdem mal zeigen. Ist immer gar nicht so einfach, weil ich habe hier, also es ist immer besser für solche Boxen 300 Gramm Papier zu nehmen. Hatte ich aber nicht mehr oder habe ich nicht mehr, muss ich neu bestellen. Aber es geht. Das ist jetzt nämlich nur 180 Gramm, aber es ist völlig in Ordnung. Muss man halt nur beim Aufmachen ein bisschen aufpassen. Ja, so sieht das aus. Ich finde das super, super schön. Und Papier ist übrigens aus einem Actionblock. Genauso wie dieser. Das ist, glaube ich, aus dem Mystery, aus dem neuen. Genau, das sind die beiden Teeboxen. Dann habe ich ja einiges, das konnte ich gar nicht zeigen, weil ganz viel ganz schnell auf die Reise gegangen ist. Ich habe ganz viel Silvester-Goodies gebastelt. Zwei sind übergeblieben, deswegen kann ich die auch zeigen. Und zwar habe ich ganz viel von diesen, ja, Wunderkerzen, Kärtchen, Halter oder was man auch immer dazu sagt, gebastelt. Wie gesagt, habe ich ganz viel verschickt an meine Mama, an meine Schwester. Finde ich total schön. Wie gesagt, die beiden sind übergeblieben. Kann ich natürlich für nächstes Jahr auch nicht mehr verwenden. Ne? Da steht ja 2020. Aber so ist es. Manchmal bastelt man halt im Überfluss, weil es Spaß macht. Und dann hat man, ja, ich habe es tatsächlich nicht mehr geschafft, die beiden dann auf die Reise zu schicken. Ja, und da noch diese. Ja, da habe ich einfach mal, und ich muss sagen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die gibt es aktuell gar nicht mehr bei Action. Das war auch so ein Papier aus dem Action, dieses Glänzen. Und ich finde das, gerade das hier mit dieser Struktur, das sieht so, so schön aus. Sieht ein bisschen aus wie Stoff. Und da muss ich mal gucken, ob ich das nochmal bekomme. Also da habe ich gemerkt, ey, das kann man ja doch verwenden. Das ist zauberhaftes, tolles Papier. So, das sind diese beiden. Und jetzt kommen wir zu den Karten. Ich bastel im Moment ja Karten ohne Ende. Ich kann damit echt jemanden erschlagen. Und dazu komme ich auch gleich mal zu einem Thema. Das machen wir aber dann nachher gleich. Ich zeige euch auch mal die Karten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese schon gezeigt habe. Die Sachen, die ich bastel, packe ich noch nicht weg. Also ich versuche die halt irgendwie auf die Seite zu packen, eben für ein Craft-Update. Und fotografieren tue ich sie eigentlich immer zeitnah und poste sie schon. Und ja, ich will ja nicht wegen zwei Karten ein Craft-Update machen. Also ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Auf jeden Fall auch eine Silvester-Karte, die noch übergeblieben ist. Mit diesem süßen Digi-Stamp. Und die Karte finde ich auch richtig schön. Die Kartendatei ist auch von Steffis Bastelkammer. Und das süße Mädchen ist natürlich von der Anja Emma Pünktchen. So, das ist diese Karte. Oh mein Gott. Dann haben wir nochmal diese Art von Karte, auch von Steffis Bastelkammer. Ihr seht, ne, ich habe hier schon angefangen mit den schönen Steinchen von Action. Ich lasse das mal in der Hülle. Ihr seht das ja. Die Datei auch von Emma Pünktchen, so, so niedlich. Ich finde dieses Bärchen, diesen Eisbär, ist das ein Eisbär, ich glaube, ja, mit dem Pinguin total Zucker. Und schaut mal, der Spruch ist ja wohl auch mal total schön. Mein Winter oder süß oder lustig, wie man auch immer sagt. Mein Winterspeck ist zwar vom letzten Jahr, sieht aber noch ganz gut aus. Noch etwas aufpeppen und ich kann ihn noch einmal tragen. Ja, fand ich total niedlich. Da habe ich einmal diese. Und im Übrigen habe ich, ganz stolz, habe ich diesen Hintergrund. Viel sieht man davon ja nicht. Was man hier hinten im Hintergrund sieht, war das bei der Karte auch? Nee, da hatte ich die noch nicht. Hier der Hintergrund, was man hinter dem Herzen sieht. Das habe ich selbst tatsächlich auch gemacht mit den Distress-Oxyen. Genau, damit habe ich auch schon so ein bisschen rumprobiert. Genauso wie hier. Da habe ich zum Beispiel jetzt eine Karte, die ist jetzt nicht perfekt. Das war, glaube ich, das allererste, was ich koloriert habe. Ich muss es jetzt aber doch mal rausnehmen, weil ich habe mit dem. Ich zeige es euch mal. Also hier habe ich das erste Mal koloriert. Ich glaube, das war auch echt das erste Motiv. Sorry, ich habe echt so einen Hustenreiz seit Tagen. Das ist eine Katastrophe. Seit ich im Krankenhaus war zum Gespräch oder eigentlich schon den OP-Termin hatte, ist eine längere Geschichte. Vielleicht, also eigentlich wollte ich dazu mal ein Video machen. Jedenfalls, ja, geht man dann also hatte ich am nächsten Tag gleich die Seuche, weil ich auch vom Zimmer kam. Da war eine Frau, die eine schwere Bronchitis hatte. Wisst ihr Bescheid? Ja, so viel zum Thema Krankenhaus. Also die Meerjungfrau.
Habe ich koloriert, ist jetzt nicht so geil geworden, weil die Farben hier, da habe ich noch nicht so auf dem Schirm gehabt, wie passt das zusammen, was kann man wie miteinander verblenden. Da werde ich jetzt langsam ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, der erste Versuch, die Karte selbst, also der Hintergrund ist, habe ich selbst gemacht mit den Distress-Oxyn und ansonsten die Datei, ja. Ist von. Es tut mir leid, ist es zu spät. Auf jeden Fall habe ich hier auch das erste Mal hier versuche ich, oder bin ich jetzt öfter dabei, habe mir gleich Nachschub besorgt. Finde ich zauberhaft, finde ich richtig toll. Hier arbeite ich oder habe ich mit Glossy Essence gearbeitet. Also ich habe jetzt hier die Seesternchen. Ihr seht, das ist glänzend. Oder hier den BH. Das Sternchen hier, also die Seesternchen, habe ich mit. Ja, genau, mit Glossy Essence verarbeitet. Finde ich sehr schön, weil es hat nochmal so ein, ja, so einen schönen Effekt. Wie gesagt, das war so der erste Versuch des Kolorierens. Ich lasse mal das jetzt draußen. Dann geht es weiter nochmal mit so einer Karte. Das ist dieselbe Datei. Auch hier habe ich, ihr seht das vielleicht, den Pinguin. Da habe ich die Mütze auch mit Glossy Essence verarbeitet. Ansonsten hier Hunger, Pipi, kalt, finde ich total knufflig. Und hier habe ich wieder, den muss ich mal auspacken, so eine Effektkarte. Das ist die Gucklochkarte. Und auch hier dieses Häselchen habe ich koloriert. Das waren, wie gesagt, so die ersten Versuche. Aber ich glaube, ich muss gleich mal was trinken. Die Gucklochkarte, also die Datei ist von Steffis Bastelkammer auch. Wie gesagt, ich bastel ganz gern mit ihren Dateien, also fast ausschließlich. Und ja, finde ich total schön. Wie gesagt, das ist auch selbst koloriert. Und hier haben wir jetzt Crafty Hugs. Finde ich total toll. Ne? Gerade wenn man die verschicken will, was ich ja möchte. Crafty Hugs. Ja, Crafty geht immer. So, opa. Dann haben wir noch mal einen von dieser, von denen hatte ich drei oder vier gemacht. Auch wieder hier mit diesem süßen Pinguin. Und hier zu früh, zu kalt, zu Montag. Finde ich auch irgendwie total geil. Genau, hier habe ich auch den Hintergrund, wie, den ihr hier seht, so blau-grün. Den habe ich auch mit den Distress-Oxiden gemacht. Hier habe ich auch noch eine Cola-Karte. Da habe ich ganz viele gemacht. Ich war ja total im Cola-Kartenwahn. Die habe ich aber alle versendet ohne Craft-Update. Aber hier habe ich noch eine über. Und ich finde, dass man die auch noch verschicken kann. Werde ich auch noch tun, weil da steht ja jetzt nicht 2020 oder selbst wenn. Man kann ja auch Ende Januar noch solche Karten verschicken. Genau, also die geht auch noch auf die Reise. Ein Glücksschweinchen. Und ich muss sagen, ich liebe diese Cola-Karten total. Wenn ich das so sehe, denke ich mir, ja. Ich sollte demnächst mal wieder Cola-Karten basteln. Ich versuche die gerade so hinzupacken, dass sie nachher wieder ins Tütchen kommt. So, dann weiter geht's. Ich habe im Moment echt viele Karten gemacht in letzter Zeit, weil ich ja jetzt dann zusätzlich so ein bisschen, ne, übe mit Kolorieren. Das Häschen zum Beispiel. Die Datei ist auch von, das ist eine Kaffeedatei. Die finde ich so geil, die musste ich mir unbedingt kaufen, obwohl ich kein Kaffeetrinker bin. Die ist auch von Isabel Christina. Schaut sonst bei Instagram einfach mal. Ich verlinke sie immer unter meinen Karten. Habe ich, wie gesagt, auch koloriert. Wie gesagt, ist noch nicht perfekt, aber es ist okay. So für die ersten Male. Das ist die Karte. Finde ich total niedlich. Und hier haben wir auch die Steinchen von Action. Die benutze ich im Moment echt, klatsche ich überall rauf. Mein Hund will spielen hinter mir. Geht gleich los, Liebling. So, dann haben wir hier noch eine. Eine Kaffeekarte. Passend das Papier. Finde ich immer. Es muss bei mir mal alles so stimmig sein. Hier ist ein Querformat. Das ist wirklich so niedlich. Die finde ich auch schön koloriert eigentlich. Ja, nicht perfekt, aber ja, es geht. So, für den Anfang. Zumindest hat man mir das auf Instagram gesagt und das glaube ich jetzt einfach mal. Ich bin da ja immer ein bisschen sehr, wie sagt man, selbstkritisch. So, dann haben wir hier noch eine, allerdings eine Tea Time, also Party, Tee.
Und habe ja aber eigentlich auch, ich finde dieses Häschen so niedlich, wie der da auf dem Tisch hängt. Ja, das ist auch koloriert, sieht man ja. Dann habe ich glaube, die hatte ich euch schon mal gezeigt, die packe ich auch nicht aus. Da habe ich mir den Aufleger neulich von der Karte abgemacht, weil ich habe, ohne irgendwie einen Aufleger reinzutun, habe ich in die Karte direkt geschrieben, habe mich verschrieben, die wollte ich versenden und wollte ich die eigentlich wegschmeißen. Und kurz vorm Müll dachte ich, du bist doch bescheuert. Du kannst doch den Aufleger abmachen, ist ja mit 3D-Pads geklebt. Und ja, deswegen habe ich die jetzt einfach hier nochmal auf dem Stapel, weil die ist jetzt wieder funktionstüchtig. Wir sind gleich am Ende. Und hier habe ich jetzt mal ein bisschen probiert. Ihr wisst ja, ich habe eine neue Stanzmaschine und habe hier tatsächlich jetzt mal geprägt. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schön. Ich habe hier diesen Prägefulda. Da bin ich sehr, sehr froh. Ich selbst hätte gar keine. Also einen Prägefulda war ja bei der Stanzmaschine, aber sonst nichts. Und diesen Prägefulda und noch drei, vier andere habe ich von der lieben Nicole zugeschickt bekommen. Total toll. Und ja, da habe ich hier diese Röschen drauf gepappt. Habe überlegt, ob mir das gefällt, aber eigentlich ist es in Ordnung. Und ja, dieser Spruch und wieder dieses Häschen ist von Emma Pünktchen. Das Papier finde ich richtig, richtig schön, muss ich sagen. Das ist von einem Teddy oder aus einem Teddy-Block. Ein 15x15-Block. Und ich finde, das passt farblich so toll mit der Prägung. Dann habe ich hier nochmal auch so eine Prägung, allerdings eine andere Datei, auch von der Emma Pünktchen. Das Papier auch aus dem Teddy-Block. Ich finde die Prägung so schön. Also ich muss sagen, ich glaube, das Stanzen an sich ist eine Sache, das werde ich sicher dann und wann machen, aber ich glaube, ich finde das Prägen fast ein bisschen besser. Ja, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich mehr tun und ist auch schonender für die Stanzmaschine. Ich habe mir nämlich am ersten Tag schon die Magnetmatte kaputt gemacht. Die habe ich neu bestellt. Und mir ist sogar schon eine Platte kaputt gegangen, habe ich auch neu bestellt. Aber da muss ich unbedingt den Händler anschreiben, weil das darf nicht sein. Ich habe da keinen Fehler gemacht. Eine Platte ist mir da schon zerschossen. So, dann habe ich noch so eine gemacht mit dieser Prägung. Die Datei ist auch zuckersüß. Die ist auch von Elmar Pünktchen. Also wer auf süß steht, das mag ja nicht jeder. Ich bin ja so der, oh, ist das süß Bastler, so kawaii und süß und knufflig Bastler. Und diese süß, oh, ist das süß hier sowas alles, das ist, da ist man bei Elmar Pünktchen echt an der richtigen Stelle. So, hier haben wir diese Prägung. Ja. Was mir nur aufgefallen ist, dieses Papier ist eben auch nicht sehr dick. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber schaut mal bei der Prägung, dass tatsächlich auch so die Farbe von dem Papier ein bisschen abgeht. Ich weiß nicht, ob das normal ist, mich stört es auch nicht. Ist bei den Blumen hier jetzt zum Beispiel nicht so, aber hier zum Beispiel bei dem Pink sieht man das auch so ein bisschen, dass es da so weiße Stellen gibt. So, und dann zu guter Letzt habe ich noch eine Karte koloriert. Das ist auch eine Datei. Ich habe mir mehrere von ihr gekauft. Von Isabel Christine. Ich finde die Dateien zauberhaft. Da haben wir diese süßen Häschen. Und gerade wenn man viel Post verschickt und so, finde ich die Datei total toll. Da sind mehrere Sachen bei. Alles eben so mit Post verschicken und so. Und ja, und hier habe ich einfach mal ein paar Sterne geprägt. Irgendwie finde ich das mit der Prägung total schön. Die Sternchen hier sind von Action. Die habe ich hier so rauf gemacht. Genau, und das sind so meine Karten. Ich glaube, ich bin fertig. 20 Minuten Craft-Update ist ja auch ein bisschen pervers. So, das war's. Das sind meine Karten. Sorry für das Gekeuche und Gewinsel hier. So. Lassen wir das mal so. Das war's, meine Lieben. Genau. Was ich noch sagen wollte, ihr seht ja, ich mache viele Karten. Das wollte ich schon so oft jetzt mal sagen. Ich wollte eigentlich da ein extra Video zu machen. Vielleicht ist es eigentlich auch besser, aber ich werde es jetzt hier einfach mal mit anbringen. Und zwar möchte ich gerne Karten tauschen. Also wer Bock hat, oder Quatsch, nein, das wollte ich ja auf Insta starten. Nein, hier wollte ich jetzt mal eine Auktion starten, dass ich gerne 10 Karten verschicken möchte.
Einfach so, also man muss mir keine zurückschicken. Ich möchte 10 Karten verschicken, einfach so, weil ich Bock drauf habe, weil ich gerne bastel. Und ich würde sagen, die ersten 10, die kommentieren, bekommen eine Karte, aber nur wenn sie wollen. Also es gibt ja auch so mal Kommentare. Also die eine Karte von mir möchten, die schreiben in den Kommentaren am besten eben auch: Juhu, ich habe Lust auf eine Karte von dir oder irgendwie sowas. Also lasst mich wissen, dass ihr da Interesse dran habt. Und die ersten 10 in den Kommentaren, die auch erwähnt haben, dass sie eine Karte wollen, das ist ganz wichtig. Da werde ich dann kommentieren: Ja, du bekommst eine Karte von mir, und dann müssen wir uns einig werden, wie wir das machen, zwecks Adressdaten tauschen und so. Da müsst ihr mich dann über Facebook oder Instagram oder so anschreiben. So, das machen wir so. Also die ersten 10, die kommentieren: Ja, juhu, ich will eine Karte, die bekommen eine Karte von mir. So eine Auktionen oder solche Auktionen werde ich jetzt öfter starten, auch auf Instagram. Auf Instagram wollte ich jetzt eine starten, wo ich einfach mal einen Kartentausch anbiete auch. Also, dass man tauscht. Aber hier ist jetzt einfach, ja, einfach, ich schicke euch einfach eine Karte, weil ich Bock drauf habe. So, in diesem Sinne muss ich jetzt unbedingt was trinken, und ich wünsche euch noch einen zauberhaften Start. Quatsch. Ach Mann, ja doch, einen zauberhaften, ja, eigentlich kann ich sagen, nicht mehr in den Abend, einen zauberhaften Start in die Nacht. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao!